Hey Freunde, in diesem Video zu Dragon's Dogma 2 zeige ich euch, wie ihr die mystische Klinge freischalten könnt. Es handelt sich dabei um eine Laufbahn im Spiel, also um eine neue Klasse eigentlich. Und die konntet ihr am Anfang nicht auswählen, als ihr das Spiel gestartet habt, deswegen müssen wir sie erstmal freischalten und ich zeige euch jetzt auch direkt, wie es geht. Nur ganz kurz zur Info noch, die mystische Klinge ist ein Hybrid aus Magie und Nahkampf. Freischalten könnt ihr sie relativ früh im Spiel, nach 2-3 Stunden Spielzeit, je nachdem wie ihr zockt, und ihr müsst in die erste Hauptstadt Vanworth gehen. Das passiert automatisch im Storyverlauf und dort bekommt ihr eine Quest. Ihr müsst euch mit Hauptmann Rand in einer Taverne treffen, also im Gasthaus. Er gibt euch weitere Quests, also es sind mehrere, die ihr auswählen könnt. Und laut meiner Erfahrung jetzt gerade ist es so, dass ihr eine davon mindestens beendet haben müsst. Kann aber auch anders sein, ich sag euch gleich mehr dazu. Ich empfehle euch die Quest der eingesperrte Magistrat, denn davon habe ich schon ein Video gemacht. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt zum Ochsenkarren. Das ist ein Transportmittel, mit dem wir in eine andere Stadt kommen. Also wir sind jetzt immer noch im Gasthaus und wir laufen jetzt hier raus. Und ich zeige euch den Weg zum Ochsenkarren. Und der hat sich bei mir nur freigeschaltet, nachdem ich eine Quest von Hauptmann Brand beendet habe. Ganz einfach, deswegen habe ich es euch gesagt, dass ihr das vielleicht erstmal machen müsst. Falls es bei euch anders ist, dann könnt ihr direkt vielleicht zum Ochsenkarren gehen. Dort müsst ihr dann mit diesem Mann reden, der gibt euch eine Quest. Ihr sollt einen Brief abliefern an einen Leonard und ihr seht den Ochsenkarren gerade wegfahren. Und falls der Ochsenkarren gar nicht da ist, dann könnt ihr noch an diese Station hier gehen und auf ihn warten, einfach anklicken und Zeit vergehen lassen und dann kommt er irgendwann. Und ihr könnt schließlich einsteigen. Ihr müsst aber 100 Gold bezahlen, um mitfahren zu dürfen. Bei mir war das so, dass der Ochsenkarren ja weggefahren ist und ich konnte noch hinterher rennen, um dann einzusteigen. Das funktioniert auch. Übrigens müsst ihr nicht die ganze Fahrt live miterleben. Ihr könnt einfach den Knopf für Einschlafen drücken. Auf der PlayStation war es Dreieck und dann könnt ihr das Ganze überspringen und seid am Ziel. Also, das ist unser Zielort. Wir können jetzt aus dem Karren wieder aussteigen, laufen dann durch dieses zerstörte Tor. Und dort kommt eine Cutscene mit einem Drachen. Da findet ein Kampf statt mit genau diesem Drachen. Und theoretisch müssen wir ihn jetzt töten. Naja, praktisch auch. Aber wir gehen nicht in den Nahkampf, sondern wir laufen jetzt einfach durch das andere Tor hier hinten. Und dort kommen wir gleich an einen Punkt, wo wir eine Möglichkeit haben, den Drachen zu töten, ohne ihn im Nahkampf anzugreifen. Weil im Nahkampf haben wir eigentlich gar keine Chance. Also lauft einfach so wie ich hier an den Häusern vorbei. Und dann hier die zweite Möglichkeit. Meine Ausdauer war zu Ende. Blöde Situation, aber ich wollte hier nichts schneiden. Hier die zweite Möglichkeit nach rechts. Und da ist dieser Turm. Und am linken Rand des Turms befindet sich eine Leiter. Die können wir hochklettern. Und dann können wir in den nächsten Bereich hier, in der nächsten Ebene, in den Turm reingehen. Und dann die Treppe nach oben. Und ganz oben werden wir eine Balliste finden, mit der wir den Drachen abschießen können. Und ich zeige euch jetzt, was ihr machen müsst, falls ihr den Drachen nicht trefft oder nicht gleich töten könnt. Das ist nämlich auch sehr wichtig, weil ihr könnt euch sonst den Safe ruinieren. Also, ihr müsst einfach die Balliste benutzen, dann kommt euch ein Vasal zur Hilfe, weil sonst könnt ihr das gar nicht drehen. Und dann steuert ihr nach links und nach unten logischerweise, nicht in den Himmel, und spannt die ganze Zeit diese Balliste. Und ihr müsst den Drachen abschießen, während er in der Luft ist. Und jetzt zeige ich euch das Worst-Case-Szenario. Was passiert, wenn ihr ihn nicht getroffen habt oder er einfach wegfliegt? Also ihr seht, jetzt ist er gerade in der Luft gewesen. Jetzt ist er wieder unten. Aber gleich erhebt er sich wieder. Und wenn das passiert und ihr seht, dass er wegfliegt, dann müsst ihr schnell auf Start drücken und dann ins Menü gehen, dann auf Speichern und zurück zum Titel ohne Speichern. Denn so könnt ihr das Ganze resetten und wenn ihr das nicht macht, dann kann es sein, dass ein Savepoint generiert wird und ihr das Ganze verkackt habt. Macht das auf jeden Fall, dann könnt ihr den Spielstand wieder laden, müsst natürlich wieder zum Turm laufen und das Ganze neu anfangen. Also wenn ihr eure Balliste gespannt habt, dann solltet ihr auf jeden Fall warten, bis der Drache oben in der Luft ist, denn dann ist er am leichtesten zu treffen und wenn ihr ihn getroffen habt, wird er wieder runterfallen und insgesamt braucht man 2 Schüsse dafür, also sowas bei mir zumindest, bis der Drache dann endgültig besiegt ist. Ihr bekommt eine Menge an Erfahrungspunkten, bei mir waren es 8714, ist auf jeden Fall sehr gut, um hochzuleveln. Und ihr werdet nach dem Kampf automatisch auch zum Drachen hinterdeportiert, um ihn zu looten. Wahrscheinlich werdet ihr von einer Frau namens Ulrika noch angesprochen. Das hat was mit der Quest zu tun von vorhin.
Auf jeden Fall lootet ihr dann den Drachen und bekommt Todesringe, eine richtig geile Waffe für die mystische Klinge. Und hier, dieser Typ wird euch auch noch ansprechen und den müsst ihr nach seiner Kampftechnik fragen. Und dann habt ihr die mystische Klinge Laufbahn freigeschaltet, also die neue Klasse. Und falls er euch nicht selbst anspricht, wie bei mir, dann sucht ihn einfach in diesem Gebiet. Das ist halt dieser Typ mit der Kapuze und mit einem riesigen Speer. Ja, und dann habt ihr das Ganze schon geschafft. Jetzt müsst ihr noch lernen, wie man die Laufbahn wechselt. Und das ist auch ganz easy. Dazu geht ihr einfach zu einer Laufbahngilde und die befindet sich in jeder Stadt eigentlich. Ihr müsst nach einem Symbol mit zwei Schwertern Ausschau halten und einfach dahin laufen, mit dem Typen reden, der dort ist, Laufbahn wechseln und dann könnt ihr die mystische Klinge schon unten auswählen. Ihr müsst natürlich DP bezahlen, Disziplinpunkte. Die bekommt ihr durchs Questen oder durchs Töten von Gegnern und damit könnt ihr eben diesen Laufbahnwechsel hier zur mystischen Klinge bezahlen. Hier wird zum Beispiel jetzt erklärt, was diese mystische Klinge überhaupt kann, wenn ihr sie zum ersten Mal ausgewählt habt. Und ihr könnt auch den Todesringer equippen, die Waffe, die wir eben freigeschaltet haben bzw. gelootet haben. Und auch in diesem gleichen Menü Laufbahngilde könnt ihr noch Skills freischalten. Das seht ihr alles hier, Kernfähigkeiten, Waffenfähigkeiten, könnt ihr alles kaufen, um euch eventuell noch zu verbessern. Also Leute, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, der Guide hat euch gefallen und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über Like, Kommentar und Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Guide. Haut rein und bis bald. Bye, bye.